Und ich hatte eine Aussage von einem, ein Adib. Adib heißt jemand, der, also Fachmann, Experte im Bereich der arabischen Literatur und so. Al-Sheikh Ali al-Tantawi. Ali al-Tantawi, ein Syrischer, aus Syrien ist er, der so Anfang des 20. Jahrhunderts war er geboren. 1900 irgendwas am Anfang. Er sagte in seinem Buch, in einem seiner Bücher schrieb er über den Verlust seiner Mutter. Und da sagte er etwas, das tatsächlich einen großen Anteil an Wahrheit hat. Er sagte, es gab niemanden, der mich als Person, ich erwähne es jetzt wegen der Liebe und so, wegen Interessen. Er sagte, es gab niemanden, der mich als mich geliebt hat oder wegen mir selbst geliebt hat, also wegen meinem Ich selbst geliebt hat. Aber er sagt, die meisten Menschen lieben sich selbst in mir. Die meisten Menschen lieben sich selbst in mir. Was will er damit ausdrücken? Er sagt, er möchte sagen, es gab nur, nach seinem Empfinden, gab es nur einen einzigen Menschen, der mich als Person, als Individuum geliebt hat. Das ist seine Mutter. Die anderen Menschen lieben nur sich selbst in mir. Das heißt, sie lieben nur ihre Interessen, die sie durch mich bekommen. Diese Interessen müssen nicht immer Geld sein. Und diese Interessen müssen nicht irgendwelche Hilfeleistungen sein. Wenn es zum Beispiel ein Dichter ist, er geht nämlich in diese Richtung, er ist ein Adib. Das heißt, er schafft literarisch wertvolles Zeug, Material. Und wenn du ein literarisches Buch liest und du hast einen gewissen Geschmack für so etwas, du wirst an seinen Worten, an seinen ausgesprochenen oder geschriebenen, du wirst einen Genuss erleben. Und du wirst diese Person lieben. Warum? Wegen dem Genuss, den du durch seine Worte oder seine Bücher, seine Aufnahmen ergattert hast und gewonnen hast. Das heißt, du liebst eigentlich nur dich selbst, deine Interessen, deine Leidenschaften, die du durch diese Person verwirklichst. Ja. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch im Koran, Al-Akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Und die Al-Khalil bedeutet enge Freunde. Sie werden an diesem Tag Feinde sein oder befeindet sein, außer den Al-Muttaqun. Außer den Muttaqun. Das heißt, warum außer den Muttaqun? Weil die Beziehungen der Achilla in der Dunya waren meistens auf Interessen gegründet oder ein gemeinsames Ding. Also auf etwas Weltliches bezogen. Und das Weltliche wird enden und genauso auch ihre Beziehung. Außer die der Al-Muttaqun. Die waren nämlich nicht auf etwas Weltliches begründet, sondern auf etwas Unendliches. Darum endet sie auch nicht. Auch nicht in der Akhira.